Drei Fragen wurden gestellt. Heißt freier Zugang zum kulturellen Erbe auch kostenfreier Zugang? Zweitens, was sind die größten Hindernisse eines freien Zugangs zum kulturellen Erbe? Und drittens, worauf kommt es bei der Gestaltung des Zugangs zum kulturellen Erbe an? Und zum einen wurden erfreulich viele Antworten hier auf der Konferenz abgegeben, zum anderen gab es einige Antworten auch im Online-Angebot, wo auch eben zum Antworten auf diese Fragen aufgefordert wurde. Organisatorisch ist die Beantwortung der ersten Frage am schwierigsten, also nicht die Beantwortung, sondern das Vortragen der Antworten, weil da man ja mit Ja und Nein antworten konnte, aber auch ausführlicher. Und ich habe jetzt mal versucht, das etwas zu clustern, damit wir da schneller durchkommen. Also nochmal, heißt freier Zugang zum kulturellen Erbe auch kostenfreier Zugang? Erste Antwort, ja, unbedingt. Gut. Zweite Antwort, ja, mit einem Smiley. Dritte Antwort, ja, der kostenfreie Zugang sollte gewährleistet sein. Nächste Antwort, ja. Und eine Antwort lautet, es sollte kostenfrei sein. Gut. Es gibt natürlich auch Nein-Antworten. Die eine Antwort lautet Nein. Und dann wird es aber ausführlicher und da wird es natürlich spannend. Heißt kostenfreier Zugang auch zum kulturellen Erbe auch, heißt freier Zugang zum kulturellen Erbe auch kostenfreier Zugang? Nein. Denn es ist vielen Institutionen nicht möglich, kostenfrei zu agieren. In Archiven zum Beispiel ist es hoher Arbeitsaufwand, Quellen zur Verfügung zu stellen. Quellen müssen erschlossen werden und oft auch digitalisiert werden. Das ist oft mit hohen Kosten verbunden. Der freie Zugang kann insofern gewährt werden, als die Archive Findbücher bereitstellen und somit ihren Nutzern erlauben, einen Einblick in die Bestände zu bekommen. Will er sich eine Quelle genauer anschauen, ist dies meist mit Kosten verbunden. Viele Quellen werden als Kopie ausgegeben, zur Benutzung und in Briefform verschickt. Die Kosten für die Bearbeitung, die Kopie und die Versendung müssen gedeckt werden. Bearbeitungsgebühren fallen bei fast jedem Dienstleister an, wieso also nicht auch in Archiven? So, es gibt noch eine Nein-Antwort, die hebe ich mir für später auf. Jetzt kommen wir zu den ausführlichen Ja-Antworten nochmal. Ja, diese Antwort, ich hoffe, Sie verzeihen, wenn ich dazwischendurch ins Stocken gerate, ist sehr schwer zu entziffern. Ja, solange damit nicht die Verwertung der Informationen bzw. Produkte zu kommerziellen oder professionellen Zwecken vorgesehen ist. Den nächsten Satz kann ich leider nicht lesen. Dann, dieser Forderung müssten sich auch die Verwertungsgesellschaften verpflichtet fühlen, denn sie verhindern mit dem zum Teil starren Festhalten an Verwertungsrechten für die von ihnen vertretenen Künstler und Künstlerinnen vor allem den Zugang zu zeitgenössischem Schaffen. Hier sind Bildungszugänge eingeschränkt oder nur auf Plattformen möglich, die diese Rechte kaufen können. So. Der Zugang zu kulturellem Erbe muss mit so wenig Kosten wie möglich verbunden sein. Nur wo auf anderem Wege eine Kostendeckung nicht erlangt werden kann, darf der Nutzer an den Kosten des Zugangs beteiligt werden. Ein Teilnehmer hat mit einer Gegenfrage geantwortet: Wer hat Besitzansprüche an das kulturelle Erbe der Menschheit? Eine, wie ich finde, sehr interessante Antwort lautet: Ja, aber nicht mit höchster Auflösung. So, dann eine Antwort. Moment. Sehen Sie, jetzt ist es passiert. Das ist der falsche Zettel. Eine Antwort aus dem Netz. Der Zugang zum kulturellen Erbe sollte so umfassend und einfach wie möglich sein, schreibt Helmut von Berg. Das heißt für die Frage nach den Kosten, dass der Zugang zu einem Online-Angebot grundsätzlich kostenfrei sein sollte, wenn er im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Arbeit oder Bildung und Ausbildung steht. Andere Zugänge sollten unterschieden werden in gewinnorientierte und auf allgemeinem Interesse basierende. Erstere sollten einen grundsätzlichen Zugang zu einem fairen Preis pro Jahr erhalten können, zum Beispiel Journalisten und Fachautoren. Letzteren sollte eine Art Förderabo zu einem Mindestpreis pro Jahr, der ebenfalls als fair gelten kann und deutlich unter dem gewinnorientiert liegen sollte, angeboten werden. Also schon ein ganz schön ausgeklügeltes Konzept. Nutzungsrechte der dann verfügbaren Inhalte oder Materialien sollten in diesem Rahmen transparent und angemessen geregelt werden, was die Option kostenloser Nutzung explizit einschließt. So, und jetzt komme ich zur letzten
Nein-Antwort, die abgegeben wurde, heißt freier Zugang zum kulturellen Erbe auch kostenfreier Zugang. Nicht zwingend. Was nicht kostet, wird wenig geschätzt. Symbolischer Kostenbeitrag, sonst droht das Schicksal der Bleistifte von IKEA. Das ist doch eine sehr prägnante Beschreibung. So, und nun, Herr Pfennig, Sie hatten gesagt, dass Sie gerne selbst auf diese erste Frage antworten möchten. Heißt freier Zugang zum kulturellen Erbe auch kostenfreier Zugang? Und damit möchte ich Ihnen gerne das Wort geben. Und haben Sie schon ein Mikro? Nein. Mir wurde es übermittelt. Nein, aber es ist ja hier immer viel geredet worden von den Urhebern. Frau Beger hat darauf hingewiesen, dass sozusagen der gemeinsame Nenner dieser ganzen Debatte ist, die Urheber müssen leben können, die ausübenden Künstler auch. Ich sehe den Kollegen Gerler von der Gesellschaft der ausübenden Künstler. Ja, und die Urheber müssen aber wirklich von irgendwas leben, denn hier wurde viel geredet von der Wissensgesellschaft und die Wissensgesellschaft funktioniert dadurch, dass Leute dieses Wissen produzieren. Auch die Kultur funktioniert nicht dadurch, dass lauter Laien jetzt die Bilder malen. Das haben sie schon immer gemacht, das können sie auch weitermachen. Die Bilder, die wir uns ansehen, sind meistens von Leuten gemalt, die es ein bisschen besser konnten. Deswegen waren sie interessanter. Und wir gehen auch heute alle noch ins Kino, obwohl wir bei YouTube tanzende Katzen sehen können und Babys, die auf dem Kopf stehen. Das scheint aber nicht auszureichen, um das Kino sozusagen abzumelden. Also wir werden nicht umhinkommen, bei einer Debatte um die Zukunft der Informationsgesellschaft auf die Leute Rücksicht zu nehmen, die diese Informationen schaffen und herstellen, sei es im wissenschaftlichen oder im kulturellen Bereich. Und ich glaube, darüber ist wenig Streit. Aber diese Leute sind natürlich etwas irritiert, wenn sie hören, der Begriff geistiges Eigentum, man kann auch sagen Immaterialgüterrecht, ist ein Kampfbegriff. Diese Definition Kampfbegriff, die stammt nicht von den Urhebern, sondern die kam hier von der Wikipedia-Seite von Herrn Spiegel. Die finde ich nicht hilfreich, weil es geht nicht darum, wie man es nennt, sondern es geht darum, wie man es regelt. Das wurde ja auch gesagt. Ich glaube also, wir müssen uns, wenn wir diese Gesellschaft weiterentwickeln wollen, auch von gewissen Erfahrungen leiten lassen. Und hier wurde Gutenberg zitiert. Das Ergebnis der Einführung des Buchdrucks war erstmal, dass ganz viele ausübende Künstler, nämlich die Mönche in den Klöstern, arbeitslos wurden, weil sie nicht mehr zum Vervielfältigen gebraucht wurden, sondern weil es Maschinen gab. Und es hat 300 Jahre gedauert bis zur Aufklärung und zur Französischen Revolution, bis die Urheber überhaupt wieder als aktive Menschen, die etwas produzieren, was irgendeinen Wert hat, welchen auch immer, erkannt und anerkannt wurden. Das ist eigentlich die Basis unseres Urheberrechts. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt und wenn man dann dazu fügt, was Herr von Notz als Politiker ja erstaunlich oft gesagt hat, dass es nämlich auf das Geld ankommt, da sind wir schon bei dem, womit wir die Zukunft gestalten können. Wir brauchen ein bisschen Geld, um diese kreativen Menschen, auf die die Gesellschaft angewiesen ist, am Leben zu halten. Und wir können nicht sagen, es muss alles völlig frei sein, nicht nur das Gemeinfreie, sondern auch alles andere. Und die Leute müssen dann eben sehen, ob sie irgendwelche Geschäftsmodelle finden und ob sie an ihr Einkommen kommen. Wenn die Quelle erstmal weg ist und wenn das Geschäft zerstört ist, ist es sehr schwierig, es wieder aufzubauen. Ich glaube also, wir müssen daran weiterarbeiten. Und ich bin nicht mehr so revolutionär, dass ich denke, wir können die Welt neu erfinden. Wir sehen in der Politik ständig, dass die Welt überhaupt nicht neu erfunden wird, sondern dass nicht mal das Betreuungsgeld zustande kommt, weil immer jemand neue Argumente dagegen erfindet. Wir müssen also dort weitermachen, wo wir schon sind, wo die Urheber sind und diejenigen, die diese Werte schöpfen. Wir müssen versuchen, diese Prozesse des Ausgleichs der Interessen, solange bis wir die globale Regelung haben, fortzusetzen und zwar erfolgreich fortzusetzen. Hier wurde das Beispiel von Ihnen, Frau Metzel-Mangold, gebracht mit diesem idiotischen Leseplatzprozess. Ja, aber wissen Sie, warum die Leseplatznummer so heikel ist? Alle wollen, dass die Studenten in den Universitäten an Leseplätzen die Bücher lesen können. Die gehen nach Amerika, weil das dort campusweit möglich ist. In Deutschland haben sie für jedes Buch nur einen Leseplatz zur Verfügung und die Bücher dürfen noch nicht mal zentral eingestellt werden, sondern jede Bibliothek muss sie selber einscannen. Absurder geht es eigentlich nicht mehr. Aber auf der anderen Seite hat es den Fall einer deutschen Bibliothek gegeben, die gesagt hat, wir haben hier Leseplätze, alle Studenten sollen kommen und sollen sich Memo-Sticks mitbringen und sollen an diesen Leseplätzen das Buch, was sie dort haben, gleich auf ihren Memo-Stick laden und mit nach Hause nehmen, dann brauchen sie es nicht mehr zu kaufen. Das war die Anweisung. Können Sie auf Bücher zu kaufen? Sie können ja an unseren Leseplätzen diese Bücher runterladen und können sie sich dann mit nach Hause nehmen. Dass da Verleger und Autoren, die davon leben, dass ihre Bücher verkauft werden, zurzeit noch, etwas irritiert sind und zu Gericht gehen, das muss einen nicht verwundern in dieser Gesellschaft.
Deswegen kann ich nur appellieren daran, dass bestimmte Ministerien in Deutschland, die sehr viel Geld haben für Bildung, aber nicht wissen, wie sie es ausgeben dürfen, weil wir den Kulturföderalismus haben, 20, 30 Millionen in die Hand nehmen, um nicht das dritte Projekt für kulturelle Bildung aufzulegen, wie gerade bei Frau Schawan geschehen, sondern 20, 30 Millionen in die Hand nehmen und sagen, Bibliotheken, Schulen, Universitäten, nehmt diese 20 Millionen und bezahlt damit alle, die irgendwie mit Urheberrecht was am Hut haben, damit sie den Mund halten und uns den Zugriff auf ihre Werke ermöglichen. Wenn Frau Schawan das machen würde und wenn das gesetzlich, grundgesetzlich möglich wäre und die Föderalismusdebatte nicht wäre, würden Sie die meisten Probleme mit dem Urheberrecht, die wir heute haben, nicht mehr haben. Wir haben viele Probleme, die jetzt den Urhebern und dem Urheberrecht angelastet werden, deswegen, weil die Politik nicht flexibel ist, nicht reagiert auf Erfahrungen mit Gesetzen und dadurch alle Leute wütend werden, weil die Gesetze nicht funktionieren. Das wissen wir alle und das wissen auch die, die für die Urheber sprechen, sehr genau. Wir hätten es auch gerne besser, aber für uns kann die Alternative nicht sein. Der Persönlichkeitsschutz geht weg, jeder kann mit jedem Werk machen, was er will. Das ist ja hier auch von denen auf dem Podium nicht mehr gefordert worden. Und zweitens müssen wir uns, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass wir auf irgendeine Weise, wie Herr von Notz das so schön gesagt hat, Geld in die Hand nehmen müssen, um dieses System weiterzuentwickeln. Was jedenfalls nicht geht, ist, dass wir sagen, wir entwickeln jetzt mal eine Internetgesellschaft und sagen, wer da bisher Geld verdient hat, der kriegt erstmal gar nichts mehr. Alle kriegen alles frei und die, die dann nichts mehr bekommen, nämlich die Kreativen, die müssen sich dann mal überlegen, wie sie vielleicht irgendwann wieder an Geld kommen. Also seit Gutenberg hat es 300 Jahre gedauert und diese Erfahrung wollen die eigentlich nicht nochmal machen. Entschuldigung, dass ich so lang war. Kein Problem. Ich denke, vielen Dank, Herr Pfennig. Ich denke, also ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Das bietet ja dann auch einigen Anlass für die Diskussion, kann ich mir zumindest vorstellen. Und ich mache jetzt erstmal weiter mit der Beantwortung der anderen beiden Fragen, bevor wir dann ins Plenum übergehen. Also Frage 2, um das in Erinnerung zu rufen. Was sind die größten Hindernisse eines freien Zugangs zum kulturellen Erbe? Auch hier kann ich gleich wieder anschließen. Urheberrechtsfragen lautet die Antwort auf diesem Zettel. Auf dem nächsten lautet die Antwort Urheberrecht und Lizenzen. Dann, dass niemand dafür zahlen will, scheint ja auch direkt damit in Verbindung gebracht zu werden. Ein interessanter Aspekt fand ich jetzt jedenfalls beim Durchschauen, was sind die größten Hindernisse eines freien Zugangs zum kulturellen Erbe? Die räumliche Entfernung. Vielleicht denken wir an der Stelle nochmal über Till Kreuzers Vision nach, dass wir überall durchs Jüdische Museum gehen können, auch wenn wir nicht in Berlin sind. Dann das bisher nicht ausreichend massenhaft vorhandene Interesse. Gut, sicherlich damit zu tun. Was sind die größten Hindernisse eines freien Zugangs zum kulturellen Erbe? Fragen des Urheberrechts. Angst der Archive und Museen, dass sie Nutzer verlieren. Mangelnde Finanzierung und die rechtliche Situation werden ebenfalls als größte Hindernisse gesehen. Dann hohe Bearbeitungsgebühren, Zeitaufwand und das nicht ausreichend vorhandene Personal. Dann schließt die nächste Antwort gleich an. Die finanziellen und personalen Ressourcen zur Umsetzung von entsprechenden Angeboten an Museen. Unser Wirtschaftssystem, das es mit sich bringt, dass gesellschaftliches Eigentum privatisiert wird. Außerdem ein Urheberrecht in der Tradition des deutschen Idealismus, in Klammern genialer Künstler, Mäzenatentum, geistiges Eigentum, ein gleichermaßen gefährliches wie bescheuertes Konzept. Dann die auf diese Frage ausführlichste Antwort. Was sind die größten Hindernisse eines freien Zugangs zum kulturellen Erbe? Erstens die Angst vor den schwer kontrollierbaren Änderungen. Zweitens, der enorme Innovationsschritt zwischen dem Buchdruck und den digitalen Medien innerhalb nur einer halben Generation. Und drittens, die Vermutung, dass mit der Nutzung des kulturellen Erbes milliardenschwere Geschäftsmodelle verbunden sein könnten, an denen die Bewahrer des kulturellen Erbes nicht beteiligt werden könnten. So, und dann noch eine kurze Antwort aus dem Netz. Fehlendes gesellschaftlich geschaffenes Interesse, technische Schwierigkeiten und unangemessene Kosten. Ordnung. So viel also zu Frage 2. Kommen wir zur letzten Frage. Worauf kommt es bei der Gestaltung des Zugangs zum kulturellen Erbe an? Auf weiterführende Informationen durch Vernetzung. Neben Zugang auch Wissen und Respekt zu vermitteln.
einheitliche Tools benutzen und ein niedrigschwelliger Einstieg. Die Rahmenbedingungen müssen geklärt sein. Niedrigschwelligkeit und Barrierefreiheit, außerdem Langfristigkeit. Dann inhaltliche Qualitätskontrolle im wissenschaftlichen Bereich. Möglichst einfach, barrierefrei und langfristig, generationenübergreifend, weltweite Nutzbarkeit, parteipolitisch unabhängig, finanziell abgesichert, Nutzung aller Medienformen inklusive Audio, Video, Bilder, Narrationen und Schriftformen. Worauf kommt es bei der Gestaltung des Zugangs zum kulturellen Erbe an? Lösungen zu finden für die Bezahlung von Arbeit, Traffic und Servern und Lizenzen zu finden. Außerdem ein Dialog zwischen den Stakeholdern, insbesondere der Endnutzer, keine Projekte für die digitale Schublade. Nachnutzbare Daten produzieren, zum Beispiel Linked Open Data und RDF. Open Source Software mit Community, in Klammern nicht Text Grid. Diejenigen, die das kennen, wissen sicherlich, was damit gemeint ist. Vielleicht kann mich später jemand aufklären. Dann haben wir eine ausführliche Antwort noch von Paul Banzer von StarText. Worauf kommt es bei der Gestaltung des Zugangs zum kulturellen Erbe an? Wesentliches Gestaltungsmerkmal für den Zugang ist die Sorgfalt, mit der Metadaten zum kulturellen Erbe gewonnen werden. Sie bestimmen die Qualität der Ergebnisse bei der Suche, der Facettenbildung und der Navigation. Ein Eckpfeiler der Qualität ist die Verwendung von kontrolliertem Vokabular, ein zweiter Eckpfeiler die Vernetzung im Kontext. Dazu ein Beispiel. Die Qualifikation eines Objekts als Exponat einer Ausstellung kann den Wert der Werke eines Künstlers erhöhen. Leider ist die Anreicherung der Objektbeschreibung mit Metadaten sehr arbeitsaufwendig. Auch hier gilt, mit gutem Werkzeug lässt sich besser arbeiten. Mein Plädoyer ist, solche Werkzeuge Open Source zu stellen, um sie lizenzkostenfrei nutzen zu können. Ein Anfang ist die Entwicklung der Open Source Max-Editoren, die vor 5 Jahren mit Geldern der Mellon Foundation von StarText für das Bundesarchiv erfolgte. Die Software ist in der Zwischenzeit investiv zur MitEx-Plattform weiterentwickelt. Um sie jetzt Open Source zu stellen, sollte es gelingen, die bereits erfolgten Forschung und Entwicklungsaufwände zu finanzieren und die künftige Pflege sicherzustellen. Eine weitere Antwort aus dem Netz. Es kommt insbesondere darauf an, dass der Zugang zum kulturellen Erbe Einsichten und ein Werteverständnis in den gegebenen Kontexten anbietet, das das individuelle Verständnis fördert und eine kritische Auseinandersetzung unterstützt. Um der emotionalen Komponente von kulturellem Erbe gerecht zu werden, ist die Einbettung in einen demokratischen und sozialen Wertekanon äußerst wünschenswert. Das schließt die Ablehnung von Gewalt und Unterdrückung wie auch die Respektierung von unterschiedlichen Glaubensrichtungen ein. Dann habe ich mir noch eine Antwort aufbewahrt bis zum Schluss, die ich besonders schön fand. Die muss ich mal hochhalten, damit Sie sehen, warum. Es ist also der Versuch, das auch grafisch zu gestalten, diese Antwort. Also, worauf kommt es bei der Gestaltung des Zugangs zum kulturellen Erbe an? Auf Mut, Tatendrang und Schönheit. Und diese drei Begriffe sind dann jeweils in der vertikalen nochmal definiert. Also Mut, Digitalisierung ist zerstörungsfrei. Es gibt eine digitale Welt zu gewinnen. Tatendrang. Stecken Sie andere mit Ihrer Begeisterung für Ihr Thema an. Erwarten Sie keine schnellen Ergebnisse. Lassen Sie sich überraschen. Und Schönheit. Benutzerfreundlichkeit, Zugänge in den Formaten, die die Nutzer brauchen. So viel also zu den Antworten der Teilnehmer, Nutzer, der Netz-Community, die ein Interesse hatten, sich einzubringen, hier ebenfalls bei der Konferenz Zugang gestalten. Und damit gehen wir jetzt in die offene Plenumsdiskussion über, für die es im Grunde genommen keine Leitfragen gibt. Das heißt, wir können hier jetzt noch einmal, wenn Sie möchten, über alles sprechen, was Ihnen noch am Herzen liegt. Die abschließende Podiumsdiskussion hier oben hat, glaube ich, sehr viel Anregungen dafür gegeben. Meine Frage ist jetzt, ob jetzt sofort jemand von Ihnen eine Anmerkung, einen Beitrag, eine Frage hat. Die Fragen können natürlich auch an die Teilnehmer, die hier sind, die auf den Podien und an den Vorträgen teilgenommen haben, gestellt werden, aber natürlich auch einfach offen in die Runde. Wie sieht's aus? Möchte jemand denn vielleicht Stellung nehmen zu dem, was Herr Professor Pfennig eben noch ausgeführt hat?
Das war ja nun meiner Ansicht nach ein durchaus in diesem Kontext hier provokativer Einwurf, denn viel ist ja vorher über den Zugang gesprochen worden. Herr Pfennig hat nochmal die Urheber und ihre Rechte und ihre Ansprüche in den Vordergrund gestellt. Möchte jemand darauf reagieren? Gut, haben wir einen. Ja, ich möchte einerseits ganz kurz auf die Worte von Herrn Pfennig reagieren und auf der anderen Seite auch was einen kleinen Beitrag leisten, nochmal zu der Diskussion von vorhin. Herr Pfennig, Sie wissen ja, dass der Rechtsstreit sich eben nicht nur darum drehte, ob jetzt die Dateien von den Leseplätzen auf USB-Sticks geladen werden können, und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die wirklich von der Universität, die Studenten dazu wirklich in der Form eingeladen wurden, sondern jetzt geht es natürlich auch darum, dürfen diese Dateien ausgedruckt werden, also das, was eigentlich in der analogen Welt völlig selbstverständlich war, dass man sich Papierkopien anfertigen konnte, soll laut der letzten Entscheidung des OLG Frankfurt plötzlich nicht mehr möglich sein. Und das ist aus meiner Sicht eine klare Einschränkung im Vergleich zu dem, was in der analogen Welt möglich war. Und okay, jetzt geht es halt zum EuGH, und das wird wahrscheinlich jetzt noch eine ganze Zeit lang dauern. Und bis dahin wird man sich wahrscheinlich daran an das bisher höchst richterliche Urteil halten müssen, nämlich dass das nicht mal ausgedruckt werden darf. Ein anderer Punkt jetzt zu der Diskussion, die geführt wurde, dass man einfach das Urheberrecht doch mal abschalten sollte. Das ist sicher eine schöne Idee, sich dann einfach neue Wege zu suchen. Nur wird das zumindest in den nächsten Jahren wohl nicht passieren. Was aber im Moment schon passiert, ist leider, dass die Ausnahmeregelungen ausgeknipst werden, und zwar von Rechteinhabern. Die Ausschließlichkeitsrechte bleiben erhalten, die Ausnahmen zugunsten der Kultureinrichtungen und zugunsten der Allgemeinheit werden ausgeknipst, indem sie durch Vertragsbedingungen unterlaufen werden. Oder auch das Erschöpfungsprinzip wird unterlaufen durch Vertragsbedingungen. Das heißt, Bibliotheken können eventuell in der digitalen Welt nicht mehr das machen, was sie mit analogen Büchern machen konnten. Zum Beispiel E-Books einfach ausleihen. Man kauft auch als Bibliothek nur noch das Nutzungsrecht und nicht das Eigentumsrecht an diesem Buch, was uns laut dem urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz das Verleihen erlauben würde. Und das wird eben nicht mal durch Vertragsbedingungen, sondern durch die Bedingungen der digitalen Welt unterlaufen. Und leider ist Herr von Notz aus dem Bundestag jetzt nicht mehr da, aber das wäre jetzt einfach mal so ein Aufruf an den Gesetzgeber, da mal auszukundschaften, was da möglich wäre, ob man den Erschöpfungsgrundsatz in gewisser Weise und die Schrankenregelungen nicht auch so regeln kann, dass sie nicht mehr durch Vertragsbedingungen unterlaufen werden können. Gut, vielen Dank. Wir können ihm ja noch eine Aufzeichnung des Livestreams schicken, dass er das noch mit auf den Weg bekommt. Weitere Meldungen, Diskussionsbeiträge. Sie sind alle erschöpft nach 2 Tagen. Bitte warten Sie einen kleinen Augenblick aufs Mikro, damit wir es im Livestream auch haben. Ja, vielen Dank nochmal. Also ich finde einfach sehr interessant, dass wir reden über Zugang, und trotzdem muss ich auch, klar, wenn man darüber reden, muss auch darüber nachdenken, also was passiert dann mit dem ganzen Material selber, was wir zugänglich machen, also wenn wir über digitalisierte Bücher reden, also was passiert, einfach nur eine Frage, die mir gekommen ist, im ganzen, was passiert mit den Büchern danach, also die Bücher sind zwar zugänglich für alle, aber was passiert mit den Büchern selber, wem wir sie dann zugänglich machen, werden die dann vergessen, das ist so eine Frage, die eigentlich nicht aufgekommen ist die ganze Zeit. Und das zweite nochmal, genau so vorhin nochmal, also ich finde es prinzipiell ein bisschen schade, wenn wir, also scheinbar gibt es viele Projekte, also im Sinne von, wie können wir Daten zugänglich machen und solche Sachen. Manchmal, was auch vorhin schon im Plenum bei der Diskussion angeklungen ist, dass halt
Also ich finde, also man selbst als User, sagen wir mal, als User und Befürworter von Open Source und freier Zugänglichkeit, finde ich es nur schade, dass halt oft auch der Mut zum Sprung ins Wasser fehlt. Also weil es sind viele Sachen da und oft ist es einfach nur, dass halt, weil die Leute, also viele Institutionen auch sich nicht trauen, das finde ich halt einfach nur schade, weil, wie gesagt, es gab ja viele Beispiele von Sachen, wo halt diese freie Zugänglichkeit von Informationen sehr viel kreative Projekte gefördert hat. Das finde ich prinzipiell ja, so ein bisschen so eine Gedanken, den man sich auch, gerade wenn man umdenken, also gerade in Zeiten von vielseitiger Umbruch halt, wirtschaftlich und auch genereller Umbruch halt, ein bisschen sich lösen muss von diesen ja, fixen Ideen, auch ja, Urheberrecht auch mal Urheberrecht beibehalten, aber halt trotzdem auch mit ja, ein bisschen neue Wege, Mut zur Wahrheit und neue Wege gehen muss, weil sonst sich selbst abschafft, wie auch das Wort schon oft gefallen ist und das finde ich halt klar, ist ein bisschen so ein Faktor, der halt immer mitgedacht werden muss, halt auch die Leute sich in der Sprung ins Wasser wagen müssen, was auch den Leuten mehr zugute kommt. Und ich finde auch, dass, wie gesagt, die erste Frage war halt, dass man, was passiert mit den ganzen Sachen, da die wir halt freie Zugänglich geben, wie die Bücher. Das ist vielleicht eine Frage da auch nochmal ins Podium dann, was dass man, klar, was mir ein bisschen zu kurz kam jetzt, wenn wir reden vom Zugang. Mhm. Okay, vielen Dank. Wir haben eine Wortmeldung von Herrn von Notz. Danke. Ich wollte darauf eingehen, weil die Kulturinstitution und das Jüdische Museum gehört ja dazu. Wir haben große Lust, unsere Daten zugänglich zu machen. Aber diese Daten zugänglich zu machen, auch das kostet Geld. Das ist ja auch auf dem Podium nochmal zur Sprache gekommen. Und das geht nur in einzelnen Projekten. Und ein ganz konkretes Beispiel, und daran wird, glaube ich, die verschiedenen Punkte, an denen es hapert, auch deutlich ist die Zugänglichmachung unserer Sammlung. Das heißt, die Sammlung, die wir haben, diese 18.000 Objekte oder ich glaube, es sind sogar viel mehr, als Bild mit den entsprechenden wissenschaftlichen Beschreibungen und diesen Rohdaten einfach zur Verfügung zu stellen. Dort ist ein kleiner Teil der Schwierigkeiten, sind urheberrechtlicher Natur. Wirklich, das ist mit der kleinste Teil. Die größten Schwierigkeiten bestehen zunächst einmal darin, das überhaupt alles zu erfassen, und zwar so, dass es einer Allgemeinheit präsentabel ist, denn von vielen Objekten haben wir noch nicht alle Informationen so zusammengetragen, dass man sie tatsächlich der Öffentlichkeit präsentieren kann. Das kann also nur nach und nach geschehen. Und dann ist der nächste Schritt immer der, den dann tatsächlich die Öffentlichkeit daraus macht. Wir freuen uns, wenn ein anderer Nutzer dieser Daten eigene Interpretationen zu diesen Objekten vornimmt. Wir sind darauf gespannt. Wir laden alle dazu ein, das zu tun. Nur bis es soweit ist, ist eine ganze Menge Arbeit in den Organisationen noch zu leisten. Und die urheberrechtlichen Schwierigkeiten, die darin bestehen, die sind auch lösbar, wenn man genug Geld hat. Wir haben aber auch nicht genug Geld, das so schnell und in der Geschwindigkeit zu machen, wie wir es tun. Das nochmal auch zur Entkrampfung der Lagerbildung, die vielleicht immer da ist. Es ist eine Frage auch der finanziellen Mittel, die man aufwendet. Gut, jetzt haben wir eine Wortmeldung von Jens Best. Jetzt geht es aber hier richtig los hier. Dann Pavel Richter und dann hinten links von mir aus gesehen. Das heißt, wenn, in Ordnung, wenn da die Mikro... Danke. Aha, gut. Dann sind es jetzt schon 5. Ich versuche, das mal im Blick zu behalten. Es ist ein bisschen schwierig nach Börjes von Notz, der ein sehr konkretes Beispiel gegeben hat, wie man diesen Prozess von Seiten derjenigen, die diese Daten haben, denn gestalten kann, so dass es Wirklichkeit wird. Ich fand den Punkt sehr schön, wo es darum ging, was machen die Menschen denn dann damit, wenn wir denen die Daten zur Verfügung gestellt haben. Also nachdem es die Möglichkeiten gibt, stellt sich die Frage nach der Fähigkeit und dem Willen der Gesellschaft, die ja diese ganzen Daten ja anscheinend haben will. Wir sehen da draußen die 5.000 Menschen, die heute gerne teilgenommen hätten an der Konferenz und darauf warten, dass diese Daten in einem gemeinschaftlichen Prozess, also was ich damit sagen will, wir haben, müssen natürlich auch eine Kultur des Teilens und des damit etwas Machens auch wieder fördern, und vielleicht haben wir das ein bisschen vergessen und sollten das in den Gesamtprozess mit einbeziehen. Und das, aber ich wollte zu dem Punkt des Zugangs auch was sagen, eigentlich.
Und zwar jetzt. Und zwar, wenn ich sage, also aus Verbrauchersicht, ja, als wenn ich jetzt angenommen, ich war in der Bibliothek früher und habe da bestimmt mehr Bücher gelesen, als ich zu Hause stehen habe. Und ich fände es halt cool in der digitalen Welt, wenn ich mich erinnern könnte, was habe ich eigentlich, gut, ich weiß, dass ich 3 Fragezeichen gelesen habe und ich weiß, dass ich Was ist was Bücher gelesen habe. Aber manchmal wäre es vielleicht schöner zu wissen, an welchen Momenten kam bei mir irgendwie ein Wissen auf. Ja? Das wäre doch irgendwie eine Möglichkeit, die ginge digital, die geht heute nur noch, wenn man irgendwie schon mit 11 anfängt, sich seine Memoiren zu schreiben. Und dann hat man diese Notizen, die meisten machen das ja nicht. Insofern, was ich sagen will, wenn ich jetzt diese Bibliothek wechsle und habe da irgendwie 300 Bücher gelesen, kann ich das mitnehmen, dieses Wissen. Wenn ich bei Amazon bin und habe da 200 Bücher und möchte aber woanders hin wechseln und dann ist das plötzlich weg. Also wenn wir über Zugang gestalten, dann durch diesen Zugang entsteht für mich soziale Realität. Ich habe mit diesen Büchern, mit Menschen interagiert und ich habe persönliche Erinnerungen an diese Bücher. Aber kann ich diese Erinnerung mir bewahren oder gibt es in einer zugangbasierten Welt, also nicht mehr in einer besitzbasierten Welt, denn den Verbraucherschutz, der mir garantiert, dass ich alles das, was ich mal gelesen habe, zumindest als Metadaten auch noch behalten kann. Aktuelle Realität ist bei Amazon, wenn ich da wechsle, dann sind die Sachen weg. Und zwar schon allein, wenn ich von Amazon.com zu Amazon CO UK wechsle, sind meine gesamten Abonnements von Zeitschriften weg, inklusive dem Archiv. Und wenn ich dann dran denke, dass ich zu Hause 2 Jahrzehnte Spektrum der Wissenschaft liegen habe und ich mir vorstellen würde, ich bin dann umgezogen nach Berlin oder nach London und plötzlich war mein Spektrum der Wissenschaft Archiv weg, weil ich bin ja umgezogen nach London. Also das sind einfach, wir haben die Chancen, die wir sehen mit diesem Zugang gestalten, machen wir uns gleichzeitig kaputt, weil wir uns nicht überlegen, was bedeutet es denn für den einzelnen Anwender, daraus positive Chancen zu ziehen. In völliger Anerkennung natürlich, dass wir auch über die Urheber reden möchten, aber ich habe jetzt einmal zu oft über Urheber geredet. Deswegen würde ich ganz gerne auch mal langsam bei dem Thema Zugang gestalten, über diejenigen reden, die diesen Zugang dann haben und was sie davon kurz-, mittel- und langfristig haben. Das sehe ich irgendwie überhaupt nicht. Ich sehe, dass da kein Verbraucherschutz ist für ein Zeitalter, wo Zugang statt Besitz Realität werden soll. Und das macht mir ein bisschen Angst. Okay, also eine erneute Forderung, so wie, wenn ich es richtig verstehe, auch an den Gesetzgeber, wenn es um Verbraucherschutz geht. Bitte, Pavel Richter. Die Einladung, die der Herr von Notz gerade ausgesprochen hat, gerne annehmen, denn ich habe das mal als Einladung einfach verstanden. Natürlich ist das ein aufwendiges Projekt. Das Abfotografieren aller ihrer Objekte und die natürlich noch viel größere Arbeit, nämlich die wissenschaftliche Aufbereitung dessen, ist ein Mammutwerk. Aber es gibt Hoffnung und ich möchte das tatsächlich als eine konkrete Einladung aussprechen. Ich hatte vorhin schon Wikilove's Monuments angesprochen, wo Tausende von Fotografen rausgegangen sind und Bilder gemacht haben von Denkmälern. Ich will aber ein zweites Beispiel anbieten, das in diese Richtung geht. Aktuell ziehen eine Gruppe von Fotografen, die in der Wikipedia aktiv sind, durch die deutschen Parlamente und fotografieren Abgeordnete, weil es nämlich faszinierenderweise die Bilder von Abgeordneten normalerweise nicht unter einer freien Lizenz stehen, also nicht verwendet werden können. Was die machen ist, die gehen in die Parlamente und bauen ein Fotostudio auf und kommen mit sehr professionellem Equipment und einer Schminkmöglichkeit und bitten die Abgeordneten rein, kommen sie und fotografieren sie. Und wenn das jüdische Museum, das erste Museum ist, das für solche eine Initiative seine Tore öffnet und sagt, kommt rein und fotografiert, in Absprache mit uns in der Art und Weise, wie wir als Museum das auch machen und leisten können. Nicht im Sinne von hier, ihr dürft all machen, was ihr wollt, sondern im Sinne von, lasst uns das gemeinsam machen. Ich bin gerne dabei und ich bin ganz sicher, dass sich in der Wikipedia und in dieser Kultur viele Menschen finden, die sie dabei gerne und ehrenamtlich unterstützen. Vielen Dank. Bitte. Mein Name ist Antje-Karin Pieper und mich faszinieren die Visionen, die hier auf dem Podium dargestellt wurden. Meine Frage gilt insbesondere Verena Metze-Mangold, Vizepräsidentin UNESCO, zur Wissensgesellschaft. Sie konnte das nur kurz ausführen und ich würde bitten, dass wir mehr hören können. Wie soll eine Wissensgesellschaft der Zukunft aussehen? Wie muss man dem dann das Urheberrecht zuordnen? Und vor allem die zentrale Frage, liebe Verena Metze-Mangold, wie sieht die UNESCO das? Gibt es dort schon Initiativen? Gibt es zum Beispiel, wie bei der kulturellen Vielfalt, auch weitere Vorhaben eines völkerrechtlichen Vertrages, um diese Zukunftsproblematik zu bewältigen? Danke.
Frau Metze-Mangold hatte sich ohnehin gemeldet, deswegen erlaube ich mir jetzt mal, sie vorzuziehen. Bitte, Frau Metze-Mangold. Liebe Antje Karin, ja, sehr gerne, aber ich glaube, man muss es jetzt mit Blick auf die Uhr etwas kürzer halten. Und ich denke, es gibt eine wunderbare Antwort, die vielleicht auch eine Antwort für Sie, Herr Pfennig, ist. Als das Urheberrecht vorgestellt wurde in den USA von Jefferson, hat er den wunderbaren Satz gesagt, und das ist wirklich für mich die Vision einer Wissensgesellschaft: Wenn du von mir eine Idee erhältst, erhältst du Instruktionen, ohne dass ich meine verringern. So wie du deine, das heißt in der Übersetzung, deinen Stock an meinem erleuchtest, behalte ich mein Licht und du hast auch Licht bekommen. Das ist die aufgeklärte Vision einer Wissensgesellschaft. Wissen ist im Grunde genommen dazu da, in der Gesellschaft geteilt zu werden. Und damals wurde das Urheberrecht auf 28 Jahre ausgelegt. Und ich habe ganz bewusst diesen Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Vorstellung, wo wir hinwollen mit unseren gesellschaftlichen Ideen, in Zusammenhang gebracht mit Jacobis Überlegung, wenn wir nach vorne sozusagen Entscheidungen treffen müssen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, mit welchen Prinzipien tun wir das. Und wir haben vorhin wunderbare Beispiele gehört, dass das E-Book von dem Herrn hier vorne beispielsweise bei weitem nicht die Rechte uns schenkt oder gibt, die wir das mit traditionellen Büchern kennen, mit denen wir umgezogen sind in andere Kulturkreise und die wir vererben konnten. Und das blieben unsere Bücher und unsere Rechte. Wir müssen darüber nachdenken, was wir sozusagen weggeben und ob wir das freiwillig tun oder ob wir darüber verhandeln müssen, weil wir nicht bereit sind dazu, solche Rechte abzugeben. Also so viel. Die UNESCO hat ja diese Konvention für kulturelle Vielfalt entwickelt und ganz bewusst da reingeschrieben, welche Prinzipien diese Wissensgesellschaft und eine vielfältige Gesellschaft in Zukunft zu leiten haben. Das ist natürlich in verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlich zu interpretieren, aber es gibt Prinzipien, die wie Informationsfreiheit, wie Privacy, wie aber auch ganz bewusst die Entwicklung des öffentlichen Raumes als ein Gegengewicht gegen eine große, globalisierte und von vielen oder von wenigen Playern beherrschte sozusagen Weltmarktsituation, dass der öffentliche Raum gestärkt werden muss und dass es auch die vielen und kleinen Anbieter sein müssen, die diese Vielfalt herstellen und deswegen ganz bestimmte Prinzipien in einer Gesellschaft gefördert werden müssen, weil wir den Weltmarkt sicherlich nicht ändern können, aber in den einzelnen Regionen und Nationen natürlich etwas dafür tun können, dass wir bestimmte vielfältige Strukturen in unseren Gesellschaften beibehalten. Gut, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen bei mir auf dem Zettel, einmal hinten in der Mitte und dann noch Herr Giebel. Gibt es sonst noch weitere Wortmeldungen? Okay, in Ordnung. Dann bitte. Ich will mich auch kurz fassen an Betracht der Zeit. Ich glaube, was ganz wichtig ist, daran zu erinnern, Zugang gestalten über digitale Medien bedeutet ja keinesfalls, dass die Museen und andere Gedächtnisinstitutionen obsolet werden. Wir brauchen ja die Mastercopies. Das ist wie eine riesige Samenbank, die wir weiterhin brauchen. Die Vielfalt, die auch Frau Metze-Mangold angesprochen hat, kann nur bewahrt werden und uns immer wieder neu befruchten, wenn wir die Museen und andere Gedächtnisinstitutionen auch mit ihren realen Objekten erhalten. Ich glaube, es kann nicht die Rede davon sein, dass wir irgendwann keine Museen mehr brauchen, wenn wir alles im digitalen Raum machen. Wir bleiben ja zum Glück selber hier analoge Wesen. Und dann wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, wir sollten nicht immer wieder zurückfallen. Kein Mensch hat heute und gestern hier davon geredet, dass wir die Urheber nicht schützen wollen. Wir wollen die Urheber schützen und tun das vielleicht am ehesten, indem wir, wie Boris von Notz vorgeschlagen hat, mit kleinen Projekten beginnen, die Möglichkeiten, die Potenziale einer digitalen Nutzung auszuloten, auszuprobieren und spielerisch zu erweitern und darüber vielleicht auch für die Urheber der aktuellen Kunstwerke und Schöpfungen wieder neue Ideen zu entwickeln, wie diese auch neu Geld verdienen können. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir die Potenziale des gemeinfreien kulturellen Erbes dafür nutzen, um auszuloten, wie können wir das, was wir heute aktuell produzieren, vielleicht noch umfassender auch für den Schöpfer, also den Urheber, nutzbar zu machen. Vielen Dank, Herr Giebel. Ja, ich möchte meine Wortmeldung auch nochmal da beginnen, wo eigentlich das Interesse unserer Nutzer herkommt. Und ich hatte in meinem Vortrag
den ganzen Bildungssektor in den Mittelpunkt meiner Rede gestellt und an dieser Stelle möchte ich nochmal anknüpfen. Die Möglichkeiten, die uns heute geboten werden, die werden meiner Ansicht nach durch die vorhandenen Möglichkeiten und Fähigkeiten und Mittel noch ungenügend ausgenutzt. Wir sprechen damit, dass in Industriezweigen mit Data Analytics neue Erkenntnisse gewonnen werden. Wie wollen wir unsere jungen Leute an diese Technologien heranführen, ohne dass jeder ein Mathematikstudium absolviert hat? Es wird ein Alltag werden, dass man Daten analysiert. Und mit unseren kulturellen Schätzen, die meiner Ansicht nach jetzt in sächlicher Art und Weise nur zu einem geringen Bruchteil der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können, werden wir es nicht erreichen. Wie können wir es erreichen, dass wir tatsächlich verknüpfte Informationen und intelligente Informationen über unser gesamtes Kulturerbe bekommen? Wie können wir es erreichen, dass nicht ein Kurator entscheidet, was ich sehen darf und was nicht, sondern dass ich von meinem Bildschirm aus, von meinem Arbeitsplatz zu Hause einfach in die Kulturlandschaft Deutschlands eintauche und Verknüpfungen suche und mich damit weiterbilde, ohne dass ich jemanden fragen muss, wann darf ich denn das wieder sehen? Ja, die Ausstellung ist in den nächsten 20 Jahren oder das Ding ist nach New York verliehen, das siehst du nicht so schnell wieder. Das eine hat meiner Ansicht nach nichts mit dem anderen zu tun. Die Hoheit und die Pflege des kulturellen Erbes übernehmen und werden weiterhin Spezialisten übernehmen, die teilweise hier im Raum sitzen, die brauchen wir. Plus unsere jungen Leute in ihrem Bildungskanon an dieses Kulturerbe heranzuführen, die tagtäglich mit ihrem iPhone und mit ihren Mobile Devices unterwegs sind, sich darüber Wissen austauschen, das werden wir auch in diesem Raum nicht verhindern. Diese Entwicklung halten wir nicht auf, wir können nur diese Entwicklung mit neuen technischen Möglichkeiten mit unseren kulturellen Schätzen hier in der Region, in Deutschland oder weltweit miteinander so anreichern, dass wir tatsächlich unsere Jugend in ihrer Bildung weiterhin am Fortschritt teilhaben lassen. Und meiner Ansicht nach, die Möglichkeiten sind jetzt da, die technischen Gegebenheiten sind auch da. Ich würde sehr dafür plädieren, dass wir es einfach beginnen und die Frage des Urheberrechts in diesem Kontext, den ich jetzt genannt habe, ist meiner Ansicht nach nur eine sehr kleine. Wir sollten uns durch diese Frage jetzt nicht ausbremsen lassen, die zukünftige Gesellschaft am Wissen dieser Welt teilhaben zu lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und noch eine weitere Wortmeldung. Ich muss dann doch nochmal auf Herrn Pfennig antworten. Ist er denn noch da? Nee, er hat uns leider schon verlassen. Gut, er kann den Livestream sich anschauen. der nochmal glaubte, die Urheber in Schutz nehmen zu müssen. Ich meine, die Urheber, die ich so persönlich kenne, können alle nicht davon leben. Es stimmt also gar nicht. Diese Erzählung, diese Geschichte, das Internet würde die Urheber bedrohen, stimmt nicht. Schon vor dem Internet haben vor allem die Verwerter davon gelebt. Ja. Und immer ganz provokativ gedacht, das Urheberrecht, das ist vorgeschoben. Und wer sich da an die Bresche steht, wer auf dem Podium steht, sind meistens Verlage, Musikverlage, Textverlage. Und zum Zweiten hat er, finde ich, auch an der Frage vorbei geantwortet, es geht ums kulturelle Erbe. Und da sind die meisten Urheber schon lange, lange tot. Ja. Neulich las ich, oder letzte Woche, dass es vor diesem kulturellen Erbe auch eine Gefahr ausgibt für die jetzigen Urheber, weil die müssten ja keine Bücher mehr schreiben, wenn alle anderen Bücher plötzlich verfügbar wären. Ja, wie dumm kann man sein, sowas zu erzählen? Weil einer der größten Verfechter dieser Verlängerung der Urheberschutzes, Disney, ja, wenn man sich die Filme anschaut, worauf beruhen die denn? Auf Märchen, auf Grimms Märchen. Ja, wenn die das nicht hätten machen können, hätten die ihre Filme nicht machen können. Und jetzt steuern sie, aber so ist der Lauf der Welt. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen, schaffen Sie Zugang, es ist eine tolle Sache. Da kann so viel draus gemacht werden. Ich freue mich drauf, das im Netz zu finden und damit arbeiten zu können, ohne abgewatscht zu werden. Gut, ein letztes Plädoyer an sowohl die Macher als auch die Teilnehmer dieser Konferenz, den Zugang zu schaffen und ja in dem Sinne auch zu gestalten. Haben Sie vielen Dank dafür. Und ich übergebe noch einmal an den Organisator der Konferenz, Paul Klimpel, für einige Schlussworte. Ja, mir bleibt es einfach nur zu danken. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben. Es gibt gleich auch noch ein Glas Wein, insofern es hat sich gelohnt.
Ich danke aber vor allen Dingen dem Jüdischen Museum und Herrn von Notz, dass Sie uns hierher eingeladen haben, dass wir hier sein dürften. Ich danke auch Herrn von Zwoll, der das technisch mitorganisiert hat, und Frau Slewinski. Ich danke den vielen, die geholfen haben, Lili Ilyev zum Beispiel, Marc Tümmler, Julia Schrader, Gordon, Linda, Sebastian vom Collaboratory, auch noch ein herzlicher Dank, den Technikern hier vom Jüdischen Museum, auch von Wikipedia, Kelder und Katja, herzlichen Dank für die Mitwirkung. Den tollen Kaffee, den wir für Konja Budnja bekommen haben, und auch die leckere Suppe von Subkultur, auch dafür möchte ich danken. Vor allen Dingen aber möchte ich danken der Frau, die diese Organisation hier koordiniert hat. Das ist Jana Mehr. Einen herzlichen Dank, Jana. Das war wirklich eine gute und großartige Leistung. Ich denke, wir sind alle sehr glücklich, dass das hier so reibungslos geklappt hat, und das ist dein Verdienst. Vielen Dank. Applaus